Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kingdom Come Deliverance. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass... Was ist denn das? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich musste mal kurz nachdenken, weil meiner einer war jetzt gerade mal 2 Tage im Kurzurlaub. Und jetzt müssen wir erstmal ganz kurz gucken, was ich hier an Questlogs habe. Vergeltung ist klar, Erwachen ist auch klar. Mächtiger als das Schwert, das ist Lesen in Uschitze, der ehrbare Dieb. Jawohl. Nimmst den Reichen und gibst den Arm. Genau, da müssen wir dann den Dings. So, warte mal hier. Map komplett mal aufmachen, bitte. Und das ist hier Wojciech. Genau, bring den Ring zum Müller in Kuhelnitz. Gut. Wie viel Geld haben wir? Wir haben. Pop. 794. Das heißt für uns, liebe Freunde, wir können uns jetzt ganz gepflegt. Ich habe halt aber auch innerhalb der Stadt, wenn ich mich bewege, keine 60 FPS, gell? Das nervt mich ein bisschen. Aber gut. Ich hoffe, es tut für euch insofern keinen Abbruch. So. Guten Tag, Herr Apotheker. Jawohl. Lass uns mal was handeln. So, pass auf. Wir wollen... Wir wollen hier das Rezept für den Ringelblumenaufguss wollen wir kaufen. Und dann sind wir schon wieder überladen. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Aber gut, ich meine, wir haben jede Menge Essen dabei. Wir haben hier die ganzen Karten und wir haben ja hier auch das ganze Zeug hier für die Tränke. Da müssen wir dann halt wirklich mal gucken. Ja, Warenkorb prüfen bitte. Feilschen. Lass uns über gucken, wie weit er noch runter geht. Ich setze jetzt mal bei... Weil du es bist. Das ist zu wenig. Das ist mir klar. So, dann machen wir mal 285. Ja, das sollte... Na siehste. Wieder 15 Gold gespart. So. Jetzt sind wir natürlich immer noch zu schwer beladen. Aber auch das macht nichts. So, jetzt werden wir das hier erstmal ganz fix lesen. Wo ist es? Lesen. Du hast ein neues Rezept entdeckt. Ringeblumenaufguss. Sehr schön. Und weil wir ja jetzt hier alchemistische Dinge tun, müssen wir die Tür schließen. So, Alchemie beginnen. Lesen. Retterschnaps. Da brauchen wir eine Brennnessel und 2 Ringeblumen. Achso, das war falsch. So, das bereiten wir vor. Eine Brennnessel und 2 Ringeblumen. Jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal gucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du benötigst Wasser, eine Handvoll Nesseln und 2 Handvoll Ringeblumen. Gib die Nesseln ins Wasser und lass sie für einen Sanddurchlauf kochen. Abkühlen. Aha, einmal die Nesseln ins Wasser, einmal kochen lassen, das Ganze ein bisschen abkühlen und dann die Ringelblumen dazu. Okay, alles klar. Gut, also brauchen wir jetzt Wasser. Wasser. Gluck, 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 gluck. So, dann machen wir. Fangen wir das hier mal ein bisschen an. So, das kocht jetzt für einen Sanddurchlauf. Jetzt brauchen wir hier 2 Ringeblumen. So, und jetzt nehmen wir den Tiegel und machen das da rein.
So, und dann füllen wir es ab. Oder was? Oder müssen wir das jetzt noch destillieren? Denke nicht. Du hast gebraut Ringelblumenaufguss, sehr schön. Wie viel hatten wir vorher? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall haben wir noch genug Material da. Dauert halt alles immer ein bisschen. So, Inventar, Brennnesseln und Ringelblumen. Einmal Brennnessel bitte. Hinein. Dann feuern wir das Ganze an. Das kocht. Ist auch schon fertig gekocht. Rein. Und abfüllen. Ich glaube, man konnte auch immer noch mal das, was man vorher schon hatte, irgendwie noch mal machen. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Skill gab, dass man das hier wieder so. Dann brauchen wir hier Wasser. Das ist halt, ne? Das war so halt so. Alchemie. So, dann brauchen wir die Brennnessel einmal. Und dann muss das erstmal kochen. Aber an und für sich, das ist so toll gemacht, dieses System, finde ich. So, jetzt nehmen wir uns hier zweimal Ringelblumen raus, dann ist das ja eh schon fertig gekocht. Zack, jetzt ist die Sanduhr um. Jetzt warten wir nur noch, bis es aufhört zu kochen. Jetzt hat es aufgehört zu kochen. Und die Fiole. Das ist halt eben, das kannst du halt auch ganz gut verkaufen. Ringelblumenaufguss kannst du gut verkaufen, aber im Endeffekt nutzt du das halt auch wirklich selber. Ja. So, jetzt wollen wir hier mal ganz kurz die ganze Chose hier mal verlassen. Jetzt gucken wir mal, wie viele wir haben. Wir haben aktuell 11 Ringelblumenaufgüsse. 11. So, dann gucken wir noch mal. Wir haben 11 Ringelblumenaufgüsse. Wie viel wir jetzt haben, wenn wir fertig sind. Vielleicht kriegen wir ja einen mehr raus oder so. Dann haben wir vielleicht 13. Kann ja sein, weiß ich nicht. Diese kleinen Säckchen finde ich halt toll. So, wir hatten 11. Ja, Kurzurlaub. Ich habe einen kleinen Kurzurlaub gemacht. Mit Frau und Kind. Und zwar waren wir in der Tat in Bamberg. Und jetzt kommt's, haltet euch fest. Hier in Thüringen, bei uns hat ja kein Schwimmbad offen. Ne? Ist ja alles zu. Dank Corinna. Und also sind wir wirklich in der Tat nach Bamberg gefahren. Um ins Schwimmbad zu gehen. Weil ich halt einfach gesagt habe, wir müssen mal raus und warum denn mal nicht mit dem Kind mal wieder ins Schwimmbad gehen? Ich meine, ne? Also waren wir in Bamberg.
So, und haben da 14. Wir haben 3 Ringelblumenaufgüsse jetzt hingekriegt mit der ganzen Chose. Das ist natürlich, das ist gut. Gucken wir mal, wie viel Kräuter wir noch haben. Brennnesseln haben wir auf jeden Fall noch 81. Da haben wir noch mehr als genug. Ringelblumen noch 43. Auch da haben wir genug. Also das ist, da ist auf jeden Fall genug Material da. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier nochmal 3 Durchgänge. Dreimal brauen noch. Wir merken uns mal 14. Wir brauen das Ganze jetzt hier noch 3-mal. Und dann gehen wir das mal verkaufen. Und dann gucken wir uns mal noch ein bisschen weiter in der Stadt um. Ich meine, wir haben ja von der Stadt an sich noch gar nichts gesehen. Außer, dass wir wissen, wo ein Fleischer ist und so. Weil wir den für uns und für den Hund brauchen. Ich meine, wir brauchen ja auch was zu essen. Gejagt haben wir noch nicht. Ich glaube auch noch nicht, dass wir dann auch wirklich so richtig jagen können. Weil ich will ja die Mod rausmachen, dass ich den diesen Punkt, den wir jetzt haben, dann auch beim Bogenschießen habe. Weil im Normalfall ist er ja nicht da. Der ist ja im Normalfall weg. Ja. So. Schade ist halt eben, dass das Feuer immer ausgeht, dass der Kessel leer ist und so. Dass du halt wirklich alles neu machen musst. Und was halt wirklich noch richtig kacke ist, finde ich, ist, dass da oben die Kräuter, die du da oben hattest, die sind halt auch weg. Und das finde ich halt schade. So, neuer Spezialisierungspunkt verfügbar, das ist natürlich auch gut. Das gucken wir uns gleich mal an. So, dann haben wir hier die Brennnessel. Und die Ringelblume. So, wir hatten 14, bevor wir hier angefangen haben. Wie gesagt, wir machen das Ganze jetzt 3-mal. So, und dadurch, dass das ja hier eh einmal kochen muss, um dann abzukühlen. Kannst du das ja hier auch gut nebenbei noch machen. Ja, und dann gucken wir uns noch mal ein bisschen in der Stadt um. Was noch so alles Tolles gibt. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Geiles. So, dann brauchen wir Wasser. Kennen wir ja schon. Da ist halt auch immer Wasser drin, ne? Also das dürfen wir nie vergessen. Das ist so ein sich selbst auffüllender Wassertopf, wisst ihr? Das ist wie der Topf, der süßen Brei kocht, hier aus dem Märchen von Gebrüdern Grimm. Da kommt halt auch immer was raus, ne? So, dann warten wir wieder, bis es aufgehört hat zu kochen. Es ist auch ganz wichtig, dass du die Sanduhr aktivierst. Du könntest jetzt natürlich sagen, okay, alles klar, ich mache die Ringelblumen rein und wenn es kocht, dann nehme ich mir die Ringelblumen und mache die hier in den Tiegel rein, wenn ich fertig bin und das aufhört zu kochen. Dann ist es ein Sanduhrdurchlauf, aber du musst diese Sanduhr halt auch triggern. Sonst macht er das nicht. So, jetzt haben wir das hier noch 3-mal gemacht. Wir hatten 14, wir haben jetzt 23, das heißt, wir haben 9 Stück, jeweils 3. Kriegen wir aus einem so einem Rezept raus. Das ist natürlich richtig lukrativ eigentlich. Wenn du überlegst, was du für einen Aufwand mit den Kräutern hast. So, pass auf. Verkaufen. Wir verkaufen dir 13.
Und dann verkaufen wir dir hier noch Kräuter. Also wir brauchen keine 45 Salbei. Wenn wir davon 35 verkaufen, ist das gut. So viel Ringelblumen brauchen wir auch nicht. Wir verkaufen dir 22. Dann haben wir nämlich noch... Ne, wir verkaufen dir noch eine. So, dann haben wir nämlich noch 14. Dann lassen wir 7 Brennnesseln auf jeden Fall da. Wir lassen mal auch 14 da. So, Disteln verkaufen wir erstmal alle. Kamille werden wir alle verkaufen. Löwenzahn alles weg. Minze alles weg. Mohnblumen weg. Rabenfeder weg. Salbei auch weg. Den Beinwehr lassen wir da. Den Beindrian geben wir mit weg. Und den Augentrost auch. Und den Wermut auch. So. Da haben wir hier mal ein bisschen aufgeräumt. Hier Ringe, hier Brennnesseln. Verkaufen wir auch noch ein paar. So, dass wir dann verkaufen, dass wir dann 14 Stück da haben. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Was kann man jetzt hier noch kaufen? Wir kriegen 200. Wir könnten uns jetzt hier natürlich noch was holen, ja. Gegenmittel. Tja. Hilft, halt dich vor Vergiftung. Wer sich entmutigt und schwach fühlt, sollte dies zur Stärkung des ganzen Körpers trinken. Bonustrunk, da hast du halt eben mehr Schlagkraft im Kampf. Bockblut. Hier, das erhöht anscheinend die Ausdauer. Das Geheimnis der Araber im Umgang mit Tieren erleichtert. Der Wohlgeruch der Substanz hat auf Pferde und alle anderen Tiere beruhigende Wirkung. Ach, guck. Wer die Augen nicht offen halten kann, also wer müde ist, Lazarus-Elixier. Ein Trank, der kaum Wünsche offen lässt. Denn er würde sogar die Toten von ihren Gräbern holen. Er gibt Verwundeten neue Kraft, selbst wenn der Tod schon an der Türe klopft. Heilt Verletzungen und hilft sogar bei Knochenbrüchen. Aber vergiss nicht, dieser Trank alleine wirkt keine Wunder. Sucht dennoch einen Heiler auf. Salbe. Schlaftrunk. Schnaps. Schützentrunk. Sorgt für eine ruhige Hand. Trank des Baden. Wer ein guter Bade sein will, möge diesen Trank zur großen Menge zu sich nehmen. Er lockert die Zunge und vertreibt alle Hängungen. Die darauffolgenden Magenkrämpfe und Schwächeerscheinungen sind der Preis, der sich zu zahlen lohnt. Nachtfalke, da sehen wir wahrscheinlich besser. Verdauungstrank. Okay. Wasser der Lethe. Ein kräftiger Schruck reicht aus, um leichtsinnige Entscheidungen, die du dein ganzes Leben beeinflussen, rückgängig zu machen. Ach, das ist Wasser der Lethe ist quasi, da kannst du deine Skills zurücksetzen. Ja, ich erinnere mich. Weihrauch haben wir hier. Fliegenpilz, dies, der Einbeere hat der auch da. Mhm, sehr schön. Gut, naja gut, dann feilschen wir hier nochmal um einen besseren Preis. Was am Preis machen? So, wir hätten gerne mehr. Was sagst du dazu? Nicht schlecht. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. 20 Gold mehr, danke. Sehr schön, jetzt haben wir 729. Das ist quasi fast genau der gleiche Betrag, den wir hatten, bevor wir hier uns das Rezept gekauft haben. Was ist denn hier? Er hat auch was zu tun. Milan. Beste Grüße. Wieso? Der Kerl, der um Geld kämpft? Hä? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Das ist doch die Stimme vom Ratzig. Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und Milan, Stöpschen und Stefan. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert?
Dann los. Na, auf geht's. Komm, das machen wir noch. Mal langsam mit den jungen Pferdenbürschchen. Zuerst musst du dich beweisen, indem du zwei andere besiegst. Stefan und ein Kerl namens Löckchen. Löckchen war hier, den haben wir gesehen. Alles Gute. Danke. Löckchen war hier, da ist er doch. So, Löckchen, komm. Glück und Gesundheit. Bist du nicht Löckchen? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Du bist der Sohn vom Schmied, oder? Was hättest du davon? Du musst schließlich nicht im Dreck hausen wie der Rest von uns. Mag sein, aber warum sollte ich nicht versuchen, ihn zu erleichtern? Ja, damit du es den Bedürftigen geben kannst. Du, Pfau, willst gegen mich kämpfen? Dann lass springen oder verpiss dich. Alter. Mach's gut. Zwei Groschen. Wir kämpfen jetzt wegen zwei Groschen. Oh, hier. Ha! Geschafft! Hat der was Tolles? Jo, der hat... Nein, das machen wir nicht. Aber guck mal hier. Der hat Würfel. Die nehmen wir ihm ab. Aber das Gold lassen wir ihm, komm. Der hat eh schon nix. Der arme Kerl. Ja, sehr schön, Freunde. Das hat ja gut geklappt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und ihr macht euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Schaltet einfach wieder ein, lasst ein Like und ein Abo auf dem Kanal da, wenn ihr davon mehr sehen wollt, wenn euch das hier Spaß macht. Kommentiert auch gerne fleißig und wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht das gut, danke fürs Einschalten. Tschüssi, schönen Abend noch, bleibt da gesund. Ich bin raus, euer Helmut.